Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf True Farming Kanal. Ja, ich bin euer lieber Jupp. Wir sind hier am Landtunnel zugange. Wir tanken gerade ein bisschen Diesel für unsere. Was ist das da hinten nochmal? Für unseren Komposter. Genau, für unseren Komposter. Da kommt noch ein bisschen Diesel rein. Und dann müssen wir noch so ein paar Kleinigkeiten tun und ein bisschen was vorbereiten, weil ich habe nämlich was vor, der Juppen, nämlich vor, den Landhandel so eine kleine Wiedereröffnung zu machen. Ne? Wisst ihr? Also hier so, ne? Also hier so. Guten Tag, hallo, ich bin der Juppenfiedel. Ich bin jetzt hier der Chef am Landhandel, zusammen mit dem Herrn, genau mit dem. Und wir machen das jetzt hier gemeinsam. Wir machen das jetzt neu und das wird alles schön und alle freuen sich. Und es wird alles super. Hier wird alles super. Da. Das ist jetzt nicht sein Ernst. Was macht er denn jetzt hier, Mann? Was willst du denn? Hey! Was willst Hallo. du denn jetzt hier? Was willst denn du hier? Ja, ich arbeite hier! Deswegen bin ich hier. Bist du heute auch allein? Ja! Ja. Tschüss! Wie, tschüss. Ich muss arbeiten! Leer aus bei dem Herrn Jucken auf dem Hof. Hallo? Hallo? Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Herr Jupp, Herr Bergmann. wie sieht's da nur aus mit einer Kooperation versus GmbH? Haben Sie Raps? Jo. Okay, wir kommen ins Geschäft. Ich habe tonnenweise Raps. Das ist gut. Brauche ich ganz viel. Wofür? Moment. Oh, halt. Moment. Productions. Ich brauche Raps für. Ja, für was? Weiß ich doch nicht, was du für Raps brauchst. Ja, Moment. Braucht das für Schweinefutter? Also ich brauche ein bisschen Raps für Schweinefutter. Also ich brauche nicht Heißt ein Gott weiß wie bisschen. viel, aber ich brauche ein bisschen. Ein Sattelzug voll, ein Hängerzug voll, Ja, Anhängerzug. die zwei Satteltuch. Weißt Zwei du, passt das? Sattelloch. Ich weiß doch nicht, ob das passt. Wo ist denn Das, das? Wo kommt passt denn das das? drin? Raps 20.000 Liter passt da rein. Jetzt ein Sattelzug. Ja, dann kann der Rest aber ins Lager. Ja. Das kommt rein. Das müsste das da mit den drei Silos sein, da direkt vor uns. Da hinten. Ja, da hinten unten, weißt du, da, wenn du da so runter guckst, da. So ein bisschen. Ja, würde ich sagen, liefere ich dir an. Oh, super. Kooperation geglückt. Juhu! Wieso, was hast du noch vor? Na, ich würde so Art, ich weiß nicht, ob du da mitspielen willst, aber ich würde so Art Maschinenring aufbauen wollen. Maschinenring. Wie zum Beispiel Verleih von Maschinen und auch Verleih von Arbeitskräften mit Maschinen. Ja gut, also quasi Und LU. ja, das ist ja das, was ich habe. Ja, bloß halt eben dann zusätzlich hier das mit den Maschinen verleihen. Und eben halt, dass ich deine Güter durch die Gegend fahre. Das können wir machen. Denke, da kommen wir beide sehr gut bei weg. Kommen wir auf jeden Fall gut bei weg, ja. Ja, und dann kannst du gegebenenfalls, willst du, wenn du hier nochmal umbauen willst, kannst du hier alles abreißen, heilen und kannst sie alle bei mir hinstellen. Warum? Nur weil, damit bei dir vernünftige Fahrzeuge stehen, oder was? Bei mir steht ein vernünftiger Fuhrpark. Was denn? Also, ich habe zwei LKWs, ich habe vier Traktoren, ein Drehmescher und eine Menge Anbaugeräte. Ein Drehmischer? Ja, einen großen, ein John Deere.
Habe ich auch da, guck mal. Ja, deswegen sage ich ja, ein Maschinenring würde schon passen. Wenn, so wie zum Beispiel letztens beim Flügen. Ich sage jetzt, ich kriege einen Großauftrag mit Flügen rein und sage, okay, gut, ich habe gerade nicht die Manpower, ich rufe dich an und du kommst mit zu. Entschuldigung, es ist noch zu früh, aber das wollte ich dir so... Viertel zwölf, was ist denn los? Kannst du das bitte auf Deutsch sagen? Es ist 11.42 Uhr. Ah, geht doch. Also da wollte ich sowieso noch auf dich zukommen, weil ich wollte dir anbieten, dass ich, weil wegen, weißt du, weil... Ja, deswegen würde ich ja gerne eine GmbH gründen, weißt du, wie ich meine? Eine GmbH? Ja. Was ist das nochmal? Gesellschaft mit beschränkter, ja, das passt, Haftung. Genau. Ja, das wäre jetzt, ich sag mal, uns so ein bisschen zusammentun beide, wie gesagt, wenn ich dich brauche, ruf ich dich an und wenn du mich brauchst, rufst du mich an oder wenn ich jetzt Güter brauche, hole ich mir die bei dir und wenn du Güter brauchst, holst du die mir bei mir. Wie zum Beispiel eine Raps jetzt. Und das verrechnen wir nicht, das lassen wir alles so laufen. Verrechnen tun wir letztendlich nur die Aufträge, die wir dann reinkriegen. Das klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nein, deswegen. Das klingt super. Und dadurch, dass wir ja auf Tür wohnen, ja, wir sind quasi Nachbarn. Ja. Hätte gedacht, können wir da kooperieren? Ja, können wir kooperieren? Ja, können wir machen. Ja, klar. Also finde ich super. Ja, klar. Danke. Ja, und dann würde ich aber auch definitiv nochmal mit dem Bürgermeister reden, dass wir, ich sag mal so, wie ihr sagt, den Maschinenring eben halt aufbauen und eben halt, dass eine gesetzlich eingeführte Mindestmaschinenmenge gibt. Eine gesetzlich eingeführte Mindestmaschinenmenge oder eine gesetzlich einführbare Höchstmaschinenmenge? Höchst. Ja, wo? Das klingt besser. So, dass nicht jeder Haiopai hier irgendwo einen Mähdrescher zu stehen hat. Oder eben halt jeder Haiopai, weiß ich nicht, keine Ahnung. Du weißt ja, was ich meine. Ja, dass wir halt eben auch mal drankommen. Richtig, damit wir auch Geld verdienen. Finde ich nicht schlecht. Aber wenn wir das beim Bürgermeister durchkriegen, das wäre super. Ja, man könnte ja mal versuchen, diesen Haiopai anzurufen. Das ist kein Haiopai, das ist ein sehr kompetenter, sehr netter und äußerst bedachter Mensch. Mhm. Arbeitet der nicht mit dem Rosenberg zusammen? Ja, das ist das. Ja, gut, okay, das ist das einzige Problem. Da ist es. Ja. Wobei, ich mag den Rosenberg eigentlich auch, aber... Nee, aber so habe ich mir das gedacht, dass wir so einen schönen, ich sag mal, ja, die Felder zusammenlegen, wirklich unsere Felder gemeinsam bewirtschaften und eben halt den Rest Arbeit, Arbeit sein. Finde ich nicht schlecht. Jetzt muss ich dich aber eine Sache fragen. Ja, frag mal. Wärst du mir böse, wenn ich dir sage, dass ich den Gremsbacher aber schon einen Huch nochmal. Also der Gremsbacher, der wollte gerne von meinem Feld die Rüben haben. Das ist mir doch egal, wohin wir das verkaufen letztendlich. Ja, aber er würde sie halt auch ernten, weißt du? Er hatte mir angeboten, er erntet die mir ab und ich habe gesagt, ja gut, dann nimmst du dir eine Hälfte von dem Feld. Wir haben ja aktuell keinen Vollernter für Rüben. Ja gut, das wusste ich ja. Ich dachte, du wärst also so gut ausgestattet. Könnte mir jetzt mit Absicht keinen gekauft. Wenn, dann würde ich mir höchstens einen über Pump holen, also für die Saison. Ja. Einen Vorführer oder so, aber wenn wir da so die Aufträge haben, dann können wir die ja an den Gremsbacher weitergeben. Oh, das klingt eigentlich auf jeden Fall gut. Da hat der nämlich auch noch was davon. Richtig, was jetzt zum Beispiel Zuckerrüben betrifft, das können wir ja an den Gremsbacher weitergeben. Ja. Weil das ist auch so eine eklige Sauarbeit, die ich nicht unbedingt machen möchte. Ja, das, also auf Dauer würde ich es auch nicht machen wollen. Also ich nur wieder mal so ein bisschen mache ich gerne, aber ja. Auf Dauer nie. Na gut, ja, so würde ich das machen. Das klingt auf jeden Fall super. Ja. Hervorragend. Ja gut. Dann weg mal dein Sraps holen. Gut, dann holst du mal Sraps. Und ja, bis gleich. Ich muss noch mal. Ja. Ich muss Wein holen.
Wieso das? Na, also am Freitag, ja, machen wir hier, wir machen Party. Am Freitag muss ich leider vertrösten, bin ich nicht da. Da habe ich noch mal eine Weiterbildung bei John Deere. Ah, schade. Ja, aber ich denke mal, dass der Benno da ist und mit dem könntest du ja dann alles weiterklären und könntest ja dann eben halt schon auch die GmbH erwähnen. Ja, das würde ich dann auch machen, genau. Ja, weiß nicht, dass ihr hier ein bisschen Technik hinstellt. Ja, das kriegen wir hin. Ja, das soll so ein bisschen so, weißt du, so, da steht hier so ein Bütchen, da kann man sich ein Würstchen holen und da so ein Bütchen, da kann man so vielleicht hier so kleine Modellautokiss oder so, weißt du? Ja, dann so ein bisschen Maschinen und so, das ist, ja doch, das, ich glaube, das wird ganz lustig. Okay. Gut, ich fahr mal deinen Raps holen. Alles klar. Okay, bloß schlafen, ey. Nee, ich brauche einen Kaffee. Ja, den brauche ich auch. Kaffee. Du glaubst gar nicht, wie das aussah hier, als ich hier angekommen bin. Wieso sah das so schlimm aus? Ja, guck mal, da hinten sind noch ein paar Überreste davon. Da liegt einfach ein Heuballen da hinten. Mittendrin. Ja, moin. Komplett unaufgeräumt alles, durcheinander. Ach, hast du nicht gesehen, das ist ganz schlimm. Alles klar, gut, bis nachher gleich. Ja, bis nachher gleich, morgen, irgendwann. Da. Ja, doch. So. Ich fahre mal erstmal wieder an die Seite. Da müssen wir hin. Da rein. Es tut mir leid, Leute, dass ich so sehr am Gehen bin momentan. Das ist schlimm. Es tut mir so leid. Ich bin noch richtig müde irgendwie, oder? Nee, halt, warte, den können wir direkt auch hier oben stehen lassen. Machen wir ein bisschen aufräumen, was das Fahrzeug angeht. Aber manche Sachen brauchen wir. So, dann nehmen wir uns den dicken Fendt hier. Oh, fahren wir mit dem Fendt. Was haben wir denn hier? Oh, ist kalt. Warum ist da kalt drin? Wofür ist das denn? Wofür braucht man denn kalt? Moment. Oh, lol. Ah ja, gut, okay. Auch gut. Ja. Der Kawutschki. So. Der Wuschki. Ach, du grüne Leute. Ach Mensch, guck sich das mal einer an. Mahlzeit. Mahlzeit. Ich wollte schon mal meine Maschine nach hier oben bringen, wenn wir dann hier anfangen. Ja, klar. Warum Hast warum du Platz nicht? Dafür? Oh, mit Sicherheit. Entweder da vorne mittendrin oder du guckst mal oben auf dem Plateau. Dann, irgendwo ich ist auf jeden oben. Fall Platz. Ich geh oben mal gucken, dann stell ich ihn irgendwo hin, wenn das für dich okay ist. Ja, klar. Dann würde ich mal eben kontrollieren, ob das Feld soweit schon erntereif ist oder nicht und dann wäre ich auch schon wieder weg. Ja, gut, alles klar. Wenn du nur mal Bescheid weißt. Das war ja.
war auch verdammt teuer. Ja, das Ich glaube ich, habe das glaube jetzt ich. vor kurzem noch ein größeres Schneidwerk bekommen und habe mir noch kurzfristig einen Schneidwerkswagen dazu kaufen müssen. Ja. Weil mit der Größe darfst du ja so nicht auf der Straße fahren. Ja, klar, das stimmt natürlich. Ja, und vielleicht irgendwann mal eine größere Maschine, aber so aktuell nicht. Also, ist aber schon ordentlich groß, Es gibt du. noch mal eine Nummer größer. Ja, Wahnsinn. Die kommt ja, wenn ich Glück habe, kriege ich die von Rupo noch gestellt. Oder sogar eine von Grimme. Das steht auch nicht ganz fest. Das ist hammerhart, ehrlich. Aber schick. Ja. Ich glaube, ich sollte mal auf Seite fahren, weil da kommt nämlich jemand. Ja, da kommt der Raps. Ich fahre mal auf Seite, ne? Ja, mach das. Mensch, Kinders. Oh, Gottes Willen. Hier ist ja was los, ey. Oh, da ist schön Anhänger. Mensch, wo hat er den denn her? Den denn aus dem Graben, sag mal. Momentchen. Hier müsste doch irgendwo der Schaltkasten sein, oder? Mensch doch. Lübs Agrar, Landwirtschaft in Waldstätten. Wahnsinn. Oh, schick. Ja, wo? Weißt du schon? Tatsache, ist schon voll. Schon voll, Ober. Ja, ist schon voll. Ja, moin. Du kannst den Rest jetzt da hinten ins Moin, Silo Paul. schmeißen. Ich habe Gremsbacher. Du hast heute keine gute Laune. Bist so, du hörst dich so niedergeschlagen an. Ja doch, wir haben gerade gute Geschäfte abgeschlossen. Ah, dann hört man sich immer so an, okay. Oh ja, das stimmt. Gute Geschäfte gemacht. Aber du hast auch ein gutes Geschäft gemacht, sehe ich, wa? Mensch, Wieso? ja, guck dir mal den Anhänger an, du. Ich überlege, noch einen zweiten zu kaufen. Ist nicht schlecht. Sieht gut aus. Ja, definitiv. Aber so wie du auf dem Bild aussiehst, siehst du aber in Wirklichkeit nicht aus. Also. Ja, Muss das an ist deiner Figur doch. nochmal was tun. Das ist ein Model, Mensch. Oder ein Es Karikatur. Pimp my Bergmann. Okay. Aber der Hut passt auf jeden Fall schon mal. Ja, das Ja. stimmt. Das stimmt. Ja gut, dann trage ich dir den Arztzeug entlagern. Du sag mal, hast du Gülle hier? Ja, müsste ich haben. Sehr gut, weil ich will nachher schon ein paar Felder abgüllen. Ich habe auf jeden Fall Gülle da. Also hinten ist ein Lager. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel da drin ist, aber da müsste was drin sein. Ja, ich guck mal nachher, ne? Ja, mach das. Nimm's dir einfach raus. Gut, bis später. Ja, tschüss. Meine Güte. Du, Jupp, schau mal, ich hab den in die Ecke gestellt. Reicht das so für dich da? Ja, das passt. Ja? Ja, klar. Alles klar, dann Das laufe ich geht. mal zu deinem Feld und dann gucke ich, dass ich den nächsten Bus kriege nach unten wieder. Ja, alles klar. Jut, wir sehen uns und hören uns. Ja, mal gut. Oh Mensch, Zeit ruft. Schöner. Oh, herrlich. Alles schönes Gerät. Schönes Gerät. Kann man nichts sagen. Oh, ich sehe ein bisschen an Einfall. Vielleicht. Ist ein bisschen eng mit dem Gerät. Ja, schauen wir mal. Irgendwas werden wir da noch machen können. So, lohnt sich das jetzt noch mit dem Gerät runter? Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Oder so. Und runterwärts. Abmarsch, Tilly. Ho, 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 ho. Ui. Witzker. Ich hab fast die Ecke daneben geschmissen.
Im Augenblick stopp. Da müssen wir. Geht's weiter. Abort. Was ich errührig bin, das weiß doch jedes Kind. Was ich errührig bin, weiß doch jedes Kind. Bremsing. Eieieiei, Leute, ich sag's euch. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was war denn jetzt nochmal das Feld hier? Das war das hier? Sieht richtig aus, ja. Gut. Die können wir jetzt erstmal ein bisschen eggen. Hey. Nicht wirklich. Oh, herrlich. Schön bisschen Bodenbearbeitung. Toll. Latte. So. Blöde Ecke. Aber dann, also wir müssen auf jeden Fall. Ich brauche unbedingt noch so. Diese Stände, diese Marktstände. Am besten sowas wie beim Weihnachtsmarkt. Das, sowas bräuchte ich eigentlich. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Müsste es doch eigentlich bei der Stadt geben. Ja, und Wein wollte ich noch haben. Wein. Da könnten wir mal beim Rot. Oder der. Nee, ich frage, ist er direkt beim Weingut? Aber das wäre doch was Besseres. Das ist nicht mehr. Ja, eigentlich ist das Elefantengras oder was ist das? Zuckerrohr? Seit wann weg? Ich frag besser nicht. Lass ihn. Das ist so jetzt. Aber meine lieben Freunde, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Ja, wir haben einen neuen Geschäftspartner. Quasi. Bin mal gespannt, wie weit das hinausgeht, wohin das geht. Was unser Hans dazu sagt. Und da bin ich erst recht mal gespannt, weil ich habe es ja jetzt quasi über sein Kopf hinweg entschieden. Ich bin mal gespannt, was der dazu sagen wird. Ich finde es eigentlich an sich eine gute Idee. Schreibt gerne unten in die Kommentare, wie ihr das findet. Was eine gute Idee ist, beziehungsweise war, oder wo uns da vielleicht irgendwo ins eigene beischneiden. An sich fand ich das jetzt aber doch erstmal ganz interessant. Wir werden sehen, wohin das führt. In der nächsten Folge kümmern wir uns darum, dass wir die Sachen kriegen, um unsere kleine Party am Hof steigen lassen zu können. Und ja, schaut ganz gerne bei den anderen vorbei. Hier auf dem True Farming Kanal, natürlich auch bei Tino und Freezy. Und lasst ein Däumchen nach oben da und ein Abo, wenn ihr das möchtet. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und die Glocke aktivieren natürlich nicht vergessen, um auch nichts zu verpassen hier auf dem Kanal. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.